Willkommen zurück, Digimon-Freunde, hier bei Digimon Story Cyber Sleuth. Ja, wir sind hier im Forum von Kamishiro. Und ich bin gespannt, was jetzt passieren wird. Irgendwas wird nämlich passieren. Ja, mal gucken. Also, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden, dass die Übernahme der Nile Corporation durch Kamishiro Enterprises nicht rechtens war. Ein paar niedere Angestellte haben das ohne Erlaubnis veranlasst. Es ist zwar Jahre her, aber die Entscheidung war kategorisch falsch, weshalb ich keineswegs darüber hinwegsehen werde. Vor diesem Hintergrund, alle, die auch nur annähernd beteiligt waren, von den oberen Führungskräften bis hin zu den Botenjungen, wurden allesamt von mir gefeuert. Darüber hinaus werde ich von nun an persönlich das Unternehmen als Geschäftsführerin leiten. Das bisherige System wurde komplett überarbeitet, sodass ich jetzt direkte Kontrolle ausübe. Entscheidungen werden schneller getroffen und wir werden die neuen Dienste anbieten können, die unsere Kunden verlangen. Den ersten Schritt würde ich gerne heute tun. Es gibt ein umfassendes Projekt, über das ich schon länger nachdenke, das ich nun gerne bekannt geben würde. Dabei handelt es sich um ein weitreichendes Update für Eden, unseren bekanntesten Dienst, der für den heutigen Lebensstil unverzichtbar ist. Mit diesem neuen Update wird dies möglich sein und das und vielleicht sogar jenes. Die Details sind noch geheim. Aber wir werden ein Schnupper-Event mit Vorabzugang veranstalten, sodass Besucher die Eden-Updates bald ausprobieren können. Kommen Sie zu uns und erleben Sie unsere neue Linie und die neuen Möglichkeiten in Eden. Ich würde mal sagen, die hat sich an die Macht geputscht. Jetzt sehen wir alt aus. Ja, wir dürfen unsere Gegner nicht unterschätzen. Jetzt haben sie wirklich die Oberhand gewonnen. Wir wollten gerade eine Durchsuchung bei Kamishiro durchführen auf Basis deiner Funde. Dann gab es eine interne Bekanntgebung der Drohnen-Durchsuchung bei Kamishiro. Sie haben also ihre Schuld zugegeben, bevor wir sie anklagen konnten. Meine Vorgesetzten sind darauf reingefallen. Sie haben die Beweise beschlagnahmt und einen Sündenbock festgenommen. Das ist nur eine Vermutung, aber die Bekanntgebung wurde wohl von Kishibe angeordnet. Auch die Pressekonferenz wird zu ihrer Liste gehören. Okay, sie hat sich wohl überlegt, dass sie sich die Entschuldigung und Erklärung sparen kann, wenn sie als Erster an die Presse geht. Aber dass sie dabei gleichzeitig noch ankündigt, dass sie Geschäftsführerin wird und die umfassenden Updates für ihn. Eine geschickte Reizüberflutung. Dort läuft jetzt die Kishibe-Show und das weiß sie auch genau. Andererseits haben wir aber auch Beweise für eine Verbindung zwischen Kishibe und den Hackern der Demons. Aber alle Accounts der Demons wurden wie von Zaubern gelöscht. Sie in der echten Welt dingfest zu machen, wird schwer. Es tut mir leid, Kyo-chan. Da hatten wir Kamishiro endlich am Schlawittchen. Und sie sind uns entkommen. Brauchst dich doch dafür nicht zu entschuldigen. Selbst wenn wir früher aktiv geworden wären, wäre es vermutlich auf das Gleiche hinausgelaufen. Und Nokia kommt. Na großartig, gerade als wir uns mal ernsthaft unterhalten haben, wenn wenigstens der Klingelton nicht so albern wäre. Mach dir keine Gedanken, geh nur. Kennst du das Sprichwort, man soll das Eisen schmieden, solange es heiß ist? Aktuell können wir erstmal nichts tun. Es ergibt Sinn, jetzt erst auf ihren nächsten Schritt zu warten. Okay. Dann gehe ich jetzt zu Nokia. Und wir fangen an mit Kapitel 8. Die Gale-Mädchen sind nicht aufzuhalten. Oder wir könnten die Fähigkeiten deines Hilfsdetektivs nutzen. Der Grünschnabel ist wirklich ein Engel, den der Vater uns geschickt hat. Vielleicht ist es doch keine so schlechte Idee, schnell aktiv zu werden. Nur ein bisschen. Wie meinst du das? Wir können uns nicht darauf verlassen, dass diese Halb-Cyber-Gestalt ewig Bestand hat. Und wenn Kamishiro erfährt, wer das im Krankenhaus ist, dann nimmt das kein gutes Ende. Oder aber, es könnte sein, dass sie Deloyal bewusst in Ruhe lassen, die Wahrheit aber schon seit einer Weile kennen. WTF? Wie ich schon gesagt habe, für Hacker, die Digimon für böse Zwecke missbrauchen, ist der Tag der Abrechnung gekommen. Ach, da bist du ja. Du bist spät dran. Warum kommst du immer zu spät? Zurück zum Thema. Was genau meinst du mit dem Tag der Abrechnung? Ist das nicht sonnenklar? Wir erledigen die Hacker und retten die Digimon.
Hört sich aber arg nach Holzhammer Methode an. Als ich gegen Faye verloren habe, wurde klar, dass ich allein nicht das Zeug dazu habe. Deshalb will ich eine Zähmergruppe gründen, die es mit diesen fiesen Hackern aufnimmt. Warum müssen die den Tamer wirklich als Zähmer übersetzen? Eine Digimon-Zähmergruppe? Nein, ich sage Digimon-Tamer-Gruppe. Habt ihr beide schon mal vom Hacker-Team Gamma gehört? Das war ein Hacker-Team, das vor einer Weile aktiv war, oder? Genau, wusste doch, dass du dich auskennst. Einige Gamma-Mitglieder waren zwar Hacker, aber sie haben nie etwas Böses getan, das normale Nutzer oder Digimon stören würde. Worauf willst du also hinaus? Wir können ein mächtiges Team zusammenstellen, wenn wir Hacker wie die früheren Gamma-Mitglieder und Gleichgesinnte versammeln. Dann nennen wir uns Rebels und beschützen Digimon und Eden vor bösen Hackern. Was meint ihr? Ist eine super Idee, oder? Und ist der Name nicht spitze? Okay. Solange wir uns nicht Zerman nennen. Und du hast mich doch vor dem Angriff in Kowloon gerettet. Du bist ein fantastischer Hacker. Und du natürlich auch, Deloyal. Ja, ist ja gut, keine Sorge. Du bist ein Vize-Hilfsanführer. Jawohl. So, dann steht das also fest. Wir können uns auch Digimon-Helfer nennen. DH als Abkürzung. Nein, danke. Du willst nicht? Warum? Wieso denn? Willst du nicht der Anführer sein? Wenn das so ist, kannst du auch der Boss sein. Oder der Chef oder der Captain oder was auch immer. Ich habe keine Zeit für deine Hirngespinste. Hirngespinste? Ich suche nach der Ursache dieser verrückten Krankheit. Du kannst machen, was du willst. Und Deloyal. Ist das für dich wirklich die richtige Zeit, um mit jemandem wie ihr ab herumzuhängen? Ich muss mit dir reden. Komm nachher nach Shinjuku, ich warte dort. Jo, Arata ist aber... gerade ein bisschen... salty drauf, oder? Oh, Yuko. Du bist doch Yuko Kamishiro, nicht wahr? Deloyal hat mir von dir erzählt. Was machst du denn hier? Yuko hat mir gesagt, was gerade passiert ist. Sie meinte, Deloyal würde hier sein. Arbeitest du mit Deloyal? Er ist da drin, mit der Quasselstrippe. Du hast gerade ein sehr ernstes Gesicht gemacht. Was hast du dir denn angesehen? Nichts. Oh, Hamburger. Wieso gibt's in diesem Spiel immer Essen? Hast du Hunger? Na gut, wir sehen uns dann. Ich bin so sauer. Was hat dieser Kapuzenhaini für ein Problem? Der hält sich wohl für den Größten. Schaut mich an. Ich bin so fatalistisch. Ich bin so schön. Ich bin so toll. Ach, wie auch immer. Das bedeutet, das heißt, da gibt's nur eins. Ich bin die Anführerin. Was? Sie? Nein. Was schaust du denn so? Ganz so schockiert brauchst du nichts zu tun. Und so zweifelnd. Du hilfst mir, Mitglieder zu rekrutieren, oder? Was? Warum hast du so lange gezögert? Hast du keine Lust? Magst du nicht? Jetzt habe ich wirklich Angst, wie es weitergehen soll. Ach, Nokia. Erstmal solltest du Nokia aufgeben und dir vielleicht einen moderneren Namen geben. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe ja ein klares Ziel. Ich glaube, dass mich Yuko von den Sechsens wohl ein bisschen besser verstehen wird. Nein! Wollen wir da einen Weg? Fangen wir damit an, dass wir versuchen, Yuko ins Boot zu holen. Ach, und Faye darf von der Sache nichts mitkriegen. Faye wird dich zerstören, wenn sie das mitkriegt. Na, ist schon ein bisschen gruselig, oder? Aha. Die redet komisch und ihr Stil. Eindeutig eine kapitale Tussi. Tussi? Bist du eine Freundin von Deloyal? Ihr seid offenbar gerade beschäftigt. Ich komme ein andermal wieder. Nein, wir sind gar nicht beschäftigt. Und reden definitiv nicht über Tussis. Eine Sekunde mal. Bist du nicht Yuko Kamishiro von Kamishiro Enterprises? Oh, sie ist wirklich eine Freundin von dir, Deloyal? Krass. Ach, das würde ich so nicht sagen. Heißt das also, dass wir auch Freunde sind? Was? Stimmt doch, oder? Der Freund meines Freundes ist mein Freund. Das ist schon immer so. Ich bin Nokia Shiramine. Nämlich Nokia oder auch Akino.
Das war mein Spitzname in der Grundschule. Darf ich dich Yuko nennen? Yukorin wäre aber auch total niedlich. Ich komm später wieder. Ach, Nokia, du verstehst wirklich gar nichts, oder? Schon lustig, wie gute Beziehungen du hast, obwohl du nicht gerade einen gut entwickelten Charakter hast. Weißt du, warum du keine guten Beziehungen hast? Weil du einfach sagst, was du denkst. Sie will mit uns nach Kowloon und Blaue Kiste möchte, dass wir nach Shinjuku gehen und jetzt fragen wir im Büro, was wir tun sollen, oder was? Ist die Sache mit deiner Freundin erledigt? Der Freund meines Freundes ist mein Freund. Ich verstehe kein Wort, aber du scheinst Ärger geradezu magisch anzuziehen. Wo Kommissar Matayoshi steckt? Der ist vor ein paar Minuten heimgegangen. Wir warten ab, was Kamishiro als nächstes tut. Du hast also fürs erste Ferienzeit sagen. Vielleicht wäre es keine schlechte Idee, in der Wahl deinen Freunden zu helfen. Man weiß nie, wie das Blatt sich wendet. Wie es so schön heißt, eine Hand wäscht die andere. Du meinst, ich benutze das falsch? Dann liest doch mal die Definition nach. Ja. So, wir haben hier zweimal noch diese ekelhaften Suchaufträge. Die mache ich aber jetzt nicht. Tja, blaue Kiste oder Nokia? Ich glaube, wir machen erstmal hier bei Nokia. Ach nee, bei blaue Kiste. Auf Nokia habe ich gerade nämlich nicht so viel Bock. So, wo bist du denn? Habe ich noch einen Speicher abbekommen, letzten Part? Nö. Okay, schade. Ist er bei der U-Bahn hinten? Wahrscheinlich, oder? Da wird wieder irgendwas sein. Ja, da ist er. Du bist spät dran. Wenigstens wusste ich, dass du hierher kommen würdest. Geht es Nokia gut? Egal. Lern mal, dich um deine eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Aber letztendlich sind Leute mit Anflügen von Gerechtigkeitswahn und Verantwortung die schlimmsten. Dass sie eine Anführerin sein will. Sie hat keine Ahnung davon, Verantwortung zu übernehmen. Ich fürchte, du hast recht, aber auch sehr fies. Aber das ist jetzt erstmal egal. Ich wollte mit dir über diesen Suedo reden. Ach, den Creep? Den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Du erinnerst dich, ja? Der seltsame Forscher von Kamishiro, der geheimnisvolle Phänomene untersucht. Etwas von dem, was er gesagt hat, nagt die ganze Zeit an mir. Ich habe unseren Weg zurückverfolgt und ihn kürzlich nochmal gesehen. Ach, es ist ja unhöflich, jemanden einfach zu folgen, weißt du? Das ist wohl die Revanche. Die Revanche. Wie Arata Sanada? Du hast mich erwischt. Kann ich dir helfen? Ja, du hast etwas gesagt, das mich nicht loslässt. Ich möchte mehr über deine Forschung wissen. Darf ich mal sehen? Ah, so eine wunderbare, zynische Einstellung. Und Interesse an meiner Arbeit hast du auch noch. Ich will alles wissen, was du weißt. Über das Eden-Syndrom, die Verschlinger. Ich teile mein Wissen natürlich gerne. Das Schicksal hat uns wohl zusammengebracht. Wenn meine Mentaldaten von einem Verschlinger zerstört werden, bevor ich mich aus Eden auslogge, kann ich nicht mehr aufwachen? Das ist also die Ursache dieser seltsamen Krankheit? So ist es. Allerdings ist es nach wie vor nur eine Hypothese. Aber dass es einen Einfluss auf den Körper in der echten Welt hat, kann man sich bei Eden, wenn man sich bei Eden einloggt, ist das nicht faszinierend? Und wie heilt man dieses Syndrom? Das weiß ich leider nicht. Noch nicht. Ich habe allerdings noch etwas Interessantes über digitale Wellen erfahren. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Wir haben ein Muster in den Anomalien der digitalen Welle gefunden, die digitale Verschiebungen auslösen. Unmittelbar vor einer digitalen Verschiebung gibt es immer eine gewisse Interferenz von außen. Danach hört sich die Bandbreite der digitalen Welle und die Verschiebung tritt auf. Interferenz? Ja, und das bedeutet, dass jemand oder etwas diese digitalen Verschiebungen steuert. Diese Schlussfolgerung können wir schon einmal ziehen. Nun ja, eigentlich ist das auch eine Spekulation. Jemand verursacht absichtlich digitale Verschiebungen? Wenn dich das interessiert, dann forsche doch nach. Eine Studie darüber, wie genau die digitale Verschiebung gesteuert werden. Aber ich muss schon fragen, warum interessieren dich die Verschlinger und das Eden-Syndrom so sehr? Das erfahren wir jetzt nicht mehr.
Wahrscheinlich ist irgendwie seine Schwester oder so betroffen. Also helfen wir ihm. Tja, und wo? Sollen wir jetzt da reingehen? Nein, sollen wir nicht. Wieso gibt es da hinten keinen Weg zur Karte? Ja, was mache ich jetzt mit ihm? Er folgt mir zwar, aber ich weiß ja nicht wohin. Ich glaube. Ja, ich wollte nach Kowloon gehen, nach Nokia mit ihm, um die mal ein bisschen zu versöhnen. Wie, was ist. Warum interessiert dich plötzlich eine Eden-Station? Wie, du hast ein spezielles Netzwerk ausgemacht, neben der Verbindung zu Eden? Moment mal, was redest du da? Was? Spul ist verschwunden? Was zum Teufel ist hier los? Wo zum Teufel? Wo bin ich? Das ist kein gewöhnliches Netzwerk. Das ist viel größer und weitreichender. Sind das Turbulenzen in der digitalen Welle? Das war jetzt schon ein bisschen komisch, oder? Oh Mann, das war wirklich ein großes Netzwerk. Oh Gott, man läuft so schön. Ist hier denn irgendwas? Aha. Clockmon und Elecmon. Tja. Da kann Gatomon gar nicht so viel machen. Reicht es, um Clockmon zu besiegen? Nein. Aber der Angriff macht auch nicht so viel Schaden. Dann besiege ich wenigstens mal eins dieser Elecmon. Gewitterwolke. Oh, Miotus, man ist so cool. Ja. Ich glaube, hier werden noch viele Kämpfer auf uns zukommen. So groß wie das hier ist. Das scheint auch einfach nur so ein Rundweg zu sein, oder? Okay, wieder angegriffen von den beiden. Ach, was kannst du denn machen? Dunkler Schaden gegen alle, das klingt doch gut. Nächtlicher Überfall. Ja, perfekt. Und damit heilst du dich auch noch. Oh mein Gott, bist du stark. Und wir haben Elecmon gescannt. Perfekt. Und hier teilt sich der Weg. Ich will aber erst hier einmal die Runde zu Ende machen. Noch irgendwas ist, aber ich glaube nicht, oder? Vielleicht sind wir nämlich einmal rum. Ja, da unten ist es wieder. Dort waren wir schon. Ja, greifen wir einfach mal hier ein bisschen an. Oh, die Attacke ist aber ganz schön stark. Aber naja. Beenden wir den Kampf ganz schnell. Ich habe ja auch Gagromon wieder dabei, wusste ich gar nicht. Ja gut, so groß war es dann gar nicht, wenn es da hinten schon vorbei ist. Loggen wir uns hier mal aus. Sind wir. Endlich bin ich durchgekommen. Was ist gerade passiert? Was zum Teufel hast du gemacht? Jedenfalls komme ich jetzt zu dir. Ich will alles erfahren, was passiert ist. Ja, wo sind wir?
Versteht Reddit also auch am Eden-Syndrom? Du wurdest Opfer eines Verschlingers. Suedos Theorie stimmt also. Und der Verbindungssprung? Das kannst du nur, weil dein Körper aktuell... Also ich meine... Es tut mir leid, ich hätte dich nicht zurücklassen dürfen. Ich soll mir keine Sorgen machen? Das ist nett, aber... Jetzt haben wir noch einen Grund mehr, das Eden-Syndrom zu untersuchen. Bringen wir die Wahrheit ans Licht. Dann kriegst du auch deinen Körper wieder. Wie, was ist denn? Ist etwa... Ja, das untersuchen wir. Der Anblick der digitalen Welt fasziniert mich immer wieder. Wo das Echte und das Elektronische sich überschneiden. Hier sieht es aus wie immer, eine Gasse ohne Ausgang. Wir müssen also den Verschlinger erledigen und den Normalzustand wiederherstellen. Ja, sieht so aus. Oh, ich kann nicht zurück mit dieser dumme Medaille aufsammeln. Ah, in Asakusa sind wir. Das ist auch die geilste. Ja, ich brauche aber nichts von dir. Du kriegst auch kein Geld, auch wenn das hier ein Notfall ist. Farmerweiterungsplugin, jo, nehme ich. Hier ist nichts. Ist ja langweilig. Und wir werden angegriffen von Frigimon und Gotsumon. Ach ja, und Kurisarimon ist auch bei uns. Ist ja Aratas-Digimon. Ja, hier noch eine Kaiserfaust, die zwar nicht so viel Schaden machen wird. Aber doch, geht eigentlich. Und Zerstörungskanone 2. Wieder schöne Level-Ups. So. Hier haben wir Sprite-Heilung. Und da oben ist auch noch was. Oh, zwei Sachen sogar. Einmal eine Multi-Heilung Deluxe. Und da oben... Habe ich einen Speicher? Blitzfote. Dann wieder ein nächtlicher Überfall. Wir kriegen ja so schnell Level-Ups. Da können wir auch ruhig mal ein paar Attacken einsetzen. Da oben hat immer noch Level 30 erreicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. TP-Kapseln 5 Stück immerhin, aber kein Speicher ab. Da hinten ist Zugang zum Digilab. Hier war auch nichts, oder? Hier ist zwar jemand, aber... Nee. Mhm. Oh mein Gott, Sunflowmon und Togemon. Oh, wie passend. Sunflowmon hätte ich gerne. Ich hab Level 30 für Garurumon. Sehr gut. Ja, hier könnten wir jetzt hochgehen. Leomon. Könnte ein starker Gegner werden. Oh ja. Hm. Hier auf jeden Fall Seedramon. Und eigentlich muss ich auch Myotosmon auswechseln, nämlich dafür Greymon, Metal Greymon. Verteidigungsbrecher. Ganz gut. Dann haben wir jetzt mal eine Blitzfote raus. Mhm. Panik, sehr gut. So, und dann reicht normale Angriffe jetzt, oder? Vor allem noch die Combo-Attacke. Ja. Und jetzt
Na, warum machst du den Verteidigungsbrecher? Mano. So. Das war der Boss? Oder? Ach nee, da öffnet sich ja einfach der Weg, oder wie? Auf der anderen Seite gibt es auch noch mal sowas. Okay. Jetzt erstmal ins Digilab. So, wie sieht's aus mit Garurumon? Angriff 90 oder höher? Das dürfte, keine Ahnung wer sein, möchte ich aber nicht. Ich möchte schon Garurumon. Na, wäre Garurumon, meine ich. Hier müssen wir Fähigkeit erhöhen. Level 30 braucht das nur für Dingens. Ja. Ja, dann machen wir hier mal Digitamamon für Ogremon. Finde ich jetzt nicht so toll. Ich glaube, wir hatten auch noch zur Auswahl entweder wäre Garurumon wie bei Garurumon oder mit Black wäre Garurumon. Keine Ahnung, aber ich brauche jetzt einfach mal einen Datei-Digimon. Und das kann es halt. So. Ach, Quatsch. Verschieben. Gartumon, du gehst mal eben auf die Farminsel. Und Garurumon, du auch. Nehmen wir Kabuteri mal kurz mit. Ich möchte Gartumon eben mal füttern. Warum war es denn da unten? Tolles Fleisch? Nee. Wunderfleisch. Aber nicht für Doromon, sondern für Gatomon. Okay. Dann kann das jetzt auf jeden Fall digitieren. Zu Angewomon. Da ist es. Sehr schön. Verschieben. Tja, Angewomon nehme ich auf jeden Fall mit, egal ob es reinpasst oder nicht. Ja, passt. Und genau. Bei der Farbe noch eben. Die Fähigkeiten. Das Problem ist, es geht nicht so, wie ich es eigentlich wollte. Also muss ich mal gucken. Ja, wie auch immer. Wir machen im nächsten Part weiter. Und dann schaue ich auch mal, dass ich das mal endlich mit dem Training richtig hinkriege. Okay, bis dahin. Alles Gute.